dass du mit dabei bist zu diesem neuen Video. Heute sind wir in der Küche, das bedeutet, ja, es ist Herbst, ja, ein Quartal ist wieder rum. Heißt auf gut Deutsch einmal Großputz in der Küche, auch in den Schränken, und wir werden auch gleichzeitig ausmisten. Ich habe mir jetzt schon mal einen Kaffee gemacht. Ich habe auch meine Musikbox wieder dabei. Mein Handy liegt da hinten auf dem Küchentisch, denn ich brauche Musik. Das wird heute eine ganz spannende Geschichte. Günni frisst gerade, der Geschirrspüler läuft bereits. Ich habe mir schon die Sachen, die ich zum Putzen brauche, größtenteils hergelegt, weil wir gehen wirklich von der Decke bis zum Boden einmal alles durch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir natürlich jetzt anfangen können, brauche ich natürlich erstmal meine Musik, mit der ich mich heute durch dieses in Realzeit 1 Stunde 40 Minuten Putzmarathon aus Mistvideo durchhangeln muss. Es ist Depeche Mode geworden und ich würde sagen, wir fangen an, und zwar direkt in der Küche oben. Ja, so richtig oben an der Decke nehme ich. Ich nehme dazu meinen Staubwedel und wedel einmal komplett die Decke ab. Ich habe natürlich einige Sequenzen natürlich rausgeschnitten, denn sonst wäre das Video ultra lang. Und auch wenn euch die Echtzeitvideos so gut gefallen, ich glaube, über eine Stunde guckt sich das wirklich kein Mensch an. Und ja, ich würde sagen, es geht auch gleich weiter. Wenn du meinen Küchen-Room-Makeover gesehen hast, dann weißt du, dass wir hier die Echtholzbretter haben. In der durchsichtigen Box sind bereits die Kindergartengeschenke drin für die Kindergartenkinder, denn unser Kleinster wird 5 und ja, da sind so, ne, die kleinsten Geschenkchen drin. Auch hier oben musste ordentlich sauber gemacht werden und mal wieder alles gründlich abgestaubt werden. Ich habe heute in der Küche tatsächlich schon das Licht anmachen müssen, denn sonst wäre es wirklich zappenduster gewesen in der Küche und ihr hättet wahrscheinlich überhaupt nichts gesehen. Wenn du ganz neu bist auf meinem Kanal, hi, hallo, ich bin's, Alena. Und ja, ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, dieses Video motiviert dich anzufangen und inspiriert dich auch mal auszumisten. Ich habe euch natürlich lustige Sequenzen, so typisch Alena-like, habe ich euch natürlich drin gelassen. Warum auch die Teller, ne, einzeln, wenn es auch im Bulk geht, also sprich alle. Und auch mit dem Staubwedel, also ich hatte heute einen herrlichen Tag, sage ich euch. Es hat irgendwie nicht so geklappt alles, wie es sollte, was mir heute alles runtergefallen ist. Es ist schrecklich. Solche Tage gibt es bei mir natürlich auch. Lass dich nicht entmutigen. Und im Übrigen war der Teller noch ganz. Allerdings habe ich jetzt in der Arbeitsplatte von der Küche eine Delle drin. Ja, der Kickteller hat die IKEA Küchenarbeitsplatte geduldet. Ist natürlich auch mal was Schönes, ne, wenn du genau weißt, wie massiv doch diese Küchenarbeitsplatte bei uns ist. Aber okay, damit müssen wir jetzt leben. Hauptsache, der Teller hat's überlebt. Wir gehen auch gleich weiter mit meinem DIY Allzweckreiniger und mit meinen Bambus Fasertüchern, die jeden Staub, jeden Schmutz, jedes Haar, jeden Krümel tatsächlich festhalten. Und ich habe im Moment so extrem Haarausfall, dass ich für diese Lappen wirklich mehr als nur dankbar bin. Wir fangen direkt in dem ersten Vorratsschrank an. Ich brauche natürlich einen Hocker, denn sonst bin ich so klein, und stelle fest, wir haben Hallorenkugeln ganz hinten im Schrank gehabt. Die sind aber noch haltbar. Die sind noch vom letzten Weihnachten, ja, ne, so nach einem Jahr. Toll, super. Hast du gut gemacht, Alena. Da weißt du ja auch, wo es herkommt, ne? So, nachdem wir dann festgestellt haben, dass die Hallorenkugeln noch genießbar sind, geht's auch gleich weiter in der Mikrowelle. Und ich mache das mit meinem DIY Allzweckreiniger. Ich sprühe den rein, mach die Mikrowelle an und 20 Sekunden und dann kann ich es auswischen. Ich brauche da nicht eine Minute irgendwelches Zitronenwässerchen reinstellen. Ich nehme meinen selbstgemachten DIY Allzweckreiniger, schmeiß die Mikrowelle an und wie du sehen kannst, es geht alles ab. Und es ist wirklich strahlend sauber danach. Selbiges funktioniert natürlich auch bei unserem Ofen. Allerdings mache ich den Ofen regelmäßig. Nach jeder Benutzung wische ich den einmal feucht aus und so muss ich da gar nicht mehr so große Schrubbeinheiten machen. Und wie du sehen kannst, bei der Mikrowelle, da habe ich euch jetzt mal so, ne, echtzeittechnisch mitgenommen, da ist nichts in Zeitraffer. Alena wischt in Realzeit wirklich so schnell. Alles andere lasse ich natürlich auf dreifacher Geschwindigkeit laufen. Ansonsten, wie gesagt, knapp 2 Stunden, das will kein Mensch sehen. So, wir vergessen auch mal nicht bei der Mikrowellentür, das von unten sauber zu machen. Und von außen nehme ich bei unseren Edelstahlgeschichten wie die Mikrowelle und unserem Ofen den Glasreiniger. Heute darf ich euch den Tesfor vorstellen oder auch besser gesagt Heribert 3.0.
Das ist ein Saugroboter, der 33 cm Durchmesser hat, 10 cm hoch ist, 4 Kilo wiegt und bis zu 100 Minuten Nonstop Saugzeit hat. Das Geniale ist, der Sensor, den ihr da oben sehen könnt, also den Laser, wie ich es so gerne nenne, der erfasst den Raum komplett einmal nahtlos. Vielen lieben Dank fürs Zuschicken, Jana. Ich finde den mega genial. Was ich euch in einem anderen Video zeigen werde, ist, dass dieser Roboter auch wischen kann. Ihr habt drei verschiedene Wassereinspritzmodi, die ihr je nachdem, welche Bodenbelege ihr habt, auch per App einstellen könnt. Bei Fliesen und Laminat, so wie wir es haben, ist das wirklich göttlich. Und ich habe das Wischen schon ausprobiert. Das ist mega. Wirklich mega. Dieser Roboter ist, also der Saug- und Wischroboter, ist einer, der preislich mit knapp 300 Euro nicht mehr so ganz günstig ist. Aber ich sag's euch wirklich, die lohnen sich oder der lohnt sich so extrem. Das ist für mich hier zu Hause mit knapp 100 Quadratmetern, ist dieses Saugen und anschließende Wischen lassen mit extra Wasserauffangbehälter so eine Erleichterung und so ein Zeitersparnis, weil ich eben nebenher ganz einfach andere Dinge machen kann. Und das Coole ist, im Gegensatz zu Heribert 1.0 und 2.0, die schon nicht mehr bei uns hier zu Hause wohnen, ich kann bei dem Roboter-Staubsauger auch wirklich per App einstellen, du fährst jetzt bitte nicht unter die Toilette und verhakst dich da, wie es die anderen Roboter immer gemacht haben. Da war das nämlich nicht möglich. Bei dem ist das möglich. Und ihr werdet den in den nächsten Videos öfter sehen, denn ich feiere Heribert 3.0 einfach. Weiter geht's dann auch gleich unten unter unserem Ofen mit unserem Vorratsschrank. Das ist einer von zweien, den wir haben. Die habt ihr schon in einem anderen Video gesehen mit meinem Kühlschrank organisieren und wie ich unseren Vorratsschränke organisiert habe. Hier gehört natürlich auch einmal kräftig ausgewischt und sauber gemacht. Ich wische dann auch immer wirklich die Fächer einzeln komplett aus. Und wie ihr sehen könnt, der Lappen hält alles fest. Ich mache das nicht einmal im Monat. Ich gestehe, da bin ich, ich habe so viel Zeit, habe ich auch nicht. Einmal alle drei Monate, wenn du bei meinem Kanal schon länger mit dabei bist, dann weißt du, dass ich einen Jahresputzplan habe, dass ich einen Raumputzplan habe, wo in diesem Raumputzplan auch meine DIY-Putzmittelrezepte mit dabei sind. Den verlinke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich habe meine Räume, also ich habe bestimmte Aufgaben, die ich täglich mache in der Wohnung, in jedem Raum. Dann gibt es Aufgaben, die ich wöchentlich erledige und Aufgaben, die ich im Vierteljahr erledige. Und sowas, wie ich heute mache, dieses große einmal rundum, also alle Schränke auf, alles raus, einmal durchkontrollieren, das ist einmal im Quartal dran, also einmal alle drei Monate. Hier unten haben wir unter anderem eben auch das selbstgemachte Gelee. Ich habe ein bisschen umsortiert, ne, von Schwiegereltern. Wir tauschen immer so fleißig Marmeladen und Gelees und eingekochtes und selbst eingemachtes einfach auch aus, denn das ist auch immer mal ganz schön. Hier kann ich jetzt schon anfangen mit aussortieren. Und ich weiß nicht, wie es passiert, aber es ist bei mir tatsächlich auch so, auch wenn ich hier regelmäßig ausmiste, auch wenn ich hier regelmäßig kontrolliere, was hier reinkommt in die Wohnung, ich ende interessanterweise auch mit drei Scheren in der Küche, zwei Schneebesen und ohne Quatsch drei Sparschäler. Ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind. Es ist mir echt, ja, keine Ahnung. Also wenn es dir genauso geht, herzlich willkommen. Es geht mir genauso. Und wir fangen auch schon an mit der Besteckschublade, dass wir da auch gleich einfach weitermachen. Ich sauge immer erst alle Schubladen einmal aus und dann nehme ich meinen Allzweckreiniger, einen neuen Lappen und dann wird weiter drauf losgewischt. Alle Sachen, die sich nicht so einfach entfernen lassen, dann nehme ich meinen Schmutzradierer. Auch hiervon haben wir solche, ja, komischen Flecken. Mein Mann ist Zweiradmechaniker, also sprich, er repariert Motorräder. Aus dem Küchenfenster kann ich ihm bei der Arbeit zugucken und er hat täglich immer irgendwelche Ölschmiere an den Händen und wir wissen, dass das Zeug auch immer wieder sehr aggressiv ist. Und wenn er dann mal mittags schnell hochkommt, sich das Essen holt und ich es noch nicht umgefüllt habe, dann fasst er natürlich auch Schubladen an. Auch wenn er sich die Hände wäscht, manchmal ist das Zeug einfach so intensiv und so hartnäckig, dass ich es dann an den weißen Küchenschränken habe. Und das geht natürlich nicht alles mit einmal weg. Dafür nehme ich dann immer sehr gern den Schmutzradierer. Beim Besteck, warum wir so viel Besteck haben,
Kann ich ganz einfach erklären. Das eine IKEA-Besteck ist von meinem Mann von vor 8 Jahren und das zweite ist von WMF. Das habe ich über meine Payback-Punkte eingelöst. Jetzt hat sie wieder einen Sprachfehler, die liebe Alena. Ich habe Payback-Punkte eingelöst, habe mir WMF-Besteck geholt und ich hatte erst überlegt, ob ich das WMF-Besteck hier behalten möchte und das von IKEA in den Garten packe. Wir machen es aber jetzt andersrum, denn ich finde dieses matte Besteck von IKEA, was mein Mann gehört hatte, bevor wir zusammengezogen sind und jetzt auch effektiv in diesem Jahr geheiratet haben, nach x Jahren Bilderehe, fand ich das matte Besteck einfach schöner. Ja, dann können wir die erste Schublade auch schon wieder einräumen. Und da wir keine Eierbecher mehr haben, die sind uns nämlich alle mal nach und nach kaputt gegangen, habe ich ganz einfach Teelichthalter von IKEA umfunktioniert zu unseren Eierbechern. Und das klappt. Lustigerweise klappt das. Also, warum Eierbecher neu kaufen, wenn man IKEA-Teelichthalter hat? Nächste Schublade mit dem typischen Sammelsorium von, ja, alles, was man sonst noch so in der Küche braucht. Und wie ihr sehen könnt, hier kommt der Schmutzradierer zum Einsatz. Die funktionieren bei mir am allerbesten, wenn ich das anstatt mit purem Wasser das Anfeuchten einfach mit meinem Allzweckreiniger mache. Dann kriege ich wirklich jeden Schmackes ab. Und das freut mich eben sehr. Das Schöne ist bei diesen Bambus-Einschubkästen, man kann aus 5 auch 7 Schubladen machen, wenn man genügend Platz hat. Und wir fangen auch hier wieder an, dass wir munter fröhlich drauf lossortieren. Hier bei uns braucht keiner 12 Strohhalme aus Metall. Alles, was ich in die Spendenkiste schmeiße, sagt der Name schon Spendenkiste, also alles, was ich hier regelmäßig aussortiere, wandert nicht sofort auf den Müll. Freunde, Familie können durchgucken, was gebraucht werden kann und alles, was ich eben nicht an Freunde und Familie loskriege, das fahre ich dann wirklich zum Spenden, zum Sozialkaufhaus, von der Diakonie, von der AWO etc. Und ich mache das regelmäßig, mir macht das richtig Spaß und wie gesagt, 3 Scheren, wo kommen die her? I don't know. Also wenn sich bei dir Scheren, Schneebesen und Sparschäler auf wundersame Art und Weise in den Schubladen vermehren und das ist nicht nur in der Küche so, das geht mir in anderen Bereichen der Wohnung auch so, drum starten wir jetzt diese vom Messi zu Minimalisten Ausmist- und tiefengründlich Großputzreinigungsserie, dann mach doch einfach mit. Abonnieren meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich habe mich im Übrigen ganz zum Schluss des Videos entschieden, alle Kochlöffel zu entsorgen, denn neben meinem Ofen steht ja eigentlich alles, was ich brauche, lustigerweise. So sieht's jetzt in den ersten 2 Schubladen aus. Und reicht vollkommen, wie gesagt, die 2 Kochlöffel sind noch weggekommen. Hier steht meine Monsieur Cuisine Küchenmaschine, die gleichzeitig meine Küchenwaage ist, mein eigentlich alles. Also ich habe kein Handrührgerät mehr, ich habe auch keinen Stabmixer mehr. Das mache ich alles mit dieser Maschine und drum darf die bleiben. Hier ein kurzer Zwischenstand in meiner Aussortiertkiste, wo ich dann ganz zum Schluss nochmal durchgehe und das Besteck von WMF zum Beispiel landet dann bei uns im Garten. Weiter geht's unter der Spüle direkt. Die oberen 2 Schubladen sind blind, also da ist keine Schublade dahinter. Und hier unten drunter ist alles so, was ich zum Putzen brauche. Meine Lappen, also meine Bambuslappen, Geschirrspülersalz, Natron, Waschsoda, weil ich mache ja meine Putzmittel selber. Essig ist da und natürlich muss hier auch mal wieder gründlich sauber gemacht werden und Ordnung gemacht werden. Gleiches Spiel wie bei jeder Schublade, wie in jedem Schrank. Einmal aussaugen, danach wunderschön einsprühen und ich musste dann im Video meinen Allzweckreiniger neu machen. Das hat mich ganze 15 Sekunden in Anspruch genommen, denn ich habe so gründlich und so viel heute in der Küche geputzt, wie gesagt, knapp 2 Stunden, dass er dann einfach leer war. Und dann musste ich mal nebenher ganz schnell neu machen. Diese Anti-Rutsch-Matten sind auch schon einige Jahre alt, die habe ich immer noch, das muss unbedingt sauber gemacht werden, wird aber behalten, denn ich mag diese kleine Utensilienbox, da sind so alle Sachen drin für meine Pflanzen. Nur Putzhandschuhe, wo kommen die her? Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Müllbeutel für 25 Liter Mülleimer haben wir gar nicht. Wo kommen die her? Hä, verrückt. Also, im schlimmsten Fall alles einmal ausleeren und dann wirklich jedes Teil in die Hand nehmen. Frag dich bei jedem Teil, habe ich es benutzt? Werde ich es benutzen? Es gibt auch heute im Video einige Dinge, die ich aussortiere, die brauche ich einmal im Jahr oder ich benutze sie einmal im Monat. Die kann ich aber anderweitig ersetzen und die gehen bei mir jetzt auch raus, weil ich festgestellt habe, ich brauche es nicht wirklich
zum Überleben. Und mein Ziel ist es, natürlich möchte ich auf gewisse Annehmlichkeiten nicht verzichten. Also ich möchte jetzt nicht leben wie im Mittelalter, aber Dinge, die ich ersetzen kann, wie zum Beispiel den Apfelausstecher, ne? Ist jetzt nichts, was ich unbedingt zum Überleben brauche. Lustigerweise greife ich nämlich trotzdem immer noch zum Messer. Und den Deckel zum Beispiel von dieser Box, die war ja vorher geschlossen in der Schublade, den Deckel behalte ich, denn diese Boxen habe ich auch schon seit, ich glaube, einem Jahr. Und die kommen immer wieder in unterschiedlichen Bereichen meiner Wohnung zum Einsatz, wenn ich mal schnell was brauche zum Organisieren. Gibt viele Organisationsbehälter, die ich nicht mehr neu kaufen muss, weil ich sie immer und immer wieder verwende. Denn in diesen, ich glaube, 2 Jahren oder 2,5 Jahren des Ausmistens gibt es einfach viele Dinge, wo ich feststelle, brauche ich doch nicht. Kann dann doch wirklich gehen. Und wie du siehst, unter der Spüle, es fehlen jetzt noch einige Lappen und so weiter. Die sind gerade in der Waschmaschine. Der Geschirrspüler ist jetzt auch fertig. Auch hier befindet sich Geschirr. Wir haben nur noch dieses weiße Geschirr, was ihr vorhin ganz am Anfang des Videos gesehen habt. Es sind 5 flache Teller nur noch. Ein Teller ist mir nämlich mal vor diesem Video, schon lange, lange vor diesem Video runtergefallen und war dann kaputt. Ich habe noch keinen Ersatz gekauft. Wir haben 6 tiefe Teller und 6 Schüsseln und mehr Geschirr haben wir nicht. Wir sind ein 3- bis 4-Personen-Haushalt, falls du ganz neu bist. Der Große, unser 19-jähriger Teenie, wohnt nicht mehr hier zu Hause. Der macht in Bayern seine Bankkaufmannlehre, wird dieses Jahr auch schon wieder fertig. Und auch unser weniges Geschirr, was wir jeden Tag verwenden, reicht auch, wenn Besuch kommt. Wir mixen dann einfach die großen Teller mit den Suppentellern. Das ist immer ein ganz spannendes und ganz lustiges Gesprächsthema. Und warum nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse es nicht. Ich brauche keine 30 Teller oder, also wer es braucht, ja klar, der darf es auch gerne behalten. You do you, ich mache meins, ne? Kennt er. Auf alle Fälle ist es einfach so, wir haben festgestellt, wir brauchen es nicht. Wir kommen so super zurecht und auch wenn wir Besuch haben, kommen wir damit prima klar. Die Großreinigung im Geschirrspüler, die habe ich gestern schon gemacht, drum ist die heute nicht mit dabei. Falls es dich aber interessiert, wie ich das immer mache, mit, ja, ohne dass ich irgendwelchen Geschirrspülreiniger kaufen muss, dann findest du das Video oben rechts im i verlinkt. Und in diesem schicken Eckschrank habe ich natürlich auch wieder aussortiert. Ich habe alles, was ich an Vorratsgläsern im Laufe der Zeit einfach leer mache, die hebe ich ja auf. Ne? Ich verwende ja immer wieder, bei uns gab es gestern Abend zum Beispiel Kichererbsen von DM, waren die aus der Bio-Abteilung im Glas mit goldenen Deckel. Ich verwende diese Gläser immer wieder. Die hebe ich auf. Irgendwann im Laufe der Zeit sammeln sie sich da unten in diesem schicken Eckschrank, in dem es so oder so zappenduster ist, egal ob ich euch da jetzt mit runternehme oder nicht. Da steht auch unser Toaster und unser Wasserkocher drin, damit es eben nicht offen auf der Arbeitsfläche rumfliegt. Und von Zeit zu Zeit muss ich da einfach durchgehen, denn Deckel, komischerweise, verdunsten hier. Also die verschwinden irgendwo, die findet auch kein Mensch wieder. Und ein Glas ohne Deckel kann ich hier zu Hause bei uns zum Wiederverwenden einfach nicht gebrauchen. Das heißt, ich gucke dann regelmäßig einfach durch, was habe ich, was ist noch vollzählig, das wird behalten, was, ja, wo fehlt die Hälfte oder der Deckel oder wo ist nur ein Deckel da und kein Glas, das kann dann natürlich aussortiert werden. Bei meinen Vasen, warum habe ich schon wieder 3? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Auf alle Fälle, ich habe mich dann entschieden, dass ich nur noch eine behalte und ich finde dieses immer wieder mal, immer wieder durch die Schränke gehen, immer wieder ausmisten. Und ja, Günni hat auch mal kurz vorbeigeguckt bei dieser großen Putzarie und ich habe es nicht auf den Boden gekehrt. Nein, das habt ihr jetzt nicht gesehen, denn ich muss am Ende des Videos eh noch saugen und einmal Steam moppen, also Dampf moppen. Und ja, dann geht's auch schon gleich weiter. Denn ich weiß nicht, also es sammelt sich auch bei uns unglaublich schnell viel Zeug. Mir ist auch bei solchen Großputzaktionen immer sehr wichtig, dass ich auch bei den Schubladen einmal wirklich rundrum gehe. Denn auch unten drunter sammelt sich immer wieder mal, ja, Staub und Schmutz. Das sind unsere einzigsten Töpfe, unsere einzigsten Gewürze. Es hat sich schon sehr minimalisiert. Ich habe einen 5-Liter-Kochtopf, den ich wirklich selten verwende. Der darf diese Runde aber hier einfach auch noch bleiben. Denn ich habe gestern 4 riesengroße Zucchinis in diesem Topf gekocht. Und dann in meiner Monsieur Cuisine Küchenmaschine püriert.
aus unserem Garten. Diesen großen Topf brauche ich tatsächlich bis jetzt. Ne? Der darf erstmal bleiben. Was bei mir jetzt auch geht, ist mein Nicer Dicer. Nicht, weil er schlecht ist, um Gottes Willen, im Gegenteil. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich nutze ihn einmal im Monat, wenn es hochkommt. Und ich möchte jetzt bei dieser Ausmistserie wirklich bewusst mich von den Dingen trennen, wenn ich sie durch etwas anderes ersetzen kann. Bei dem großen 5-Liter-Kochtopf weiß ich, ich kann ihn auch durch zwei kleine ersetzen. Allerdings, bei dem möchte ich ihn einfach noch auslassen. Aber der Nicer Dicer, ich kann mit jedem Gemüsemesser oder mit jedem Obstmesser oder mit jedem Messer und einem Brettchen kann ich mein Gemüse kleinschneiden. Drum darf der Nicer Dicer jetzt einfach ausziehen. Der wird gespendet. Und jetzt sind wir auch schon in unserer letzten Schublade in der Küche angekommen. Meine Güte, also wie ihr seht, ich habe nicht viel Stauraum in der Küche. Drum ist dieses regelmäßige Ausmisten. Ich glaube, wir haben 8 Quadratmeter oder ja, ich glaube 8 Quadratmeter Küche haben wir mit Essplatz drin. Es ist sehr platztechnisch beschränkt. Das ist aber auch dem Umstand geschuldet unter der Spüle, weil der Abfluss einfach von der Spüle so tief sitzt in der Wand, dass wir da zwei Blindschubladen haben müssen. Ansonsten funktioniert das ganze Küchensystem hier nicht. Und auch unter unserem Induktionskochfeld ist eine Blindschublade, die wir nicht nutzen können. Denn auch ne, unser Induktionskochfeld hat nun mal eine geringe Tiefe. Da bin ich aber auch am Überlegen, ob ich mir nicht noch eine Maximera-Schubladeneinsatz reinmache. Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber jetzt misten wir natürlich hier aus. Ich habe meinen türkisen Thermokaffeebecher jetzt aussortiert. Ich habe einen kleinen neuen in schwarz und der steht direkt bei der Kaffeemaschine hinter der Tür. Und auch eine von diesen Schalen dürfte gehen. Die mit Holz habe ich behalten. Die mit Plastik brauche ich gelegentlich öfter. Aber ich vermute mal, dass wir dann beim nächsten vom Messi zum Minimalisten, wenn wir uns wieder in der Küche auffinden werden, dass dann mit Sicherheit auch ein oder zwei Schüsseln von diesen Plastikschüsseln gehen werden. Die habe ich mir jetzt im Sommer geholt, als es ja dann darum ging, Kirschen und, Entschuldigung, Frosch im Hals, also die ganzen angepflanzten Sachen aus dem Garten zu verwursteln. Das gab es leider nur im Dreier-Set, das hat mich dann schon wieder geärgert und eine einzelne Schüssel wäre zu teuer gewesen. Und oh, ich sag's euch, schlimm, aber wir gucken dann mal weiter. Auch hier, das ist die Brotdosenbox von unserem Kleinsten. Da dürfen wir kein Glas mitgeben. Metall haben wir mit Absicht nicht, aus dem ganz einfachen Grund, das verbeult und das sieht immer so schnell so abgeranzt aus. Und wenn ihr eine gute Metalldose kennt für den Kindergarten, wäre ich euch sehr dankbar für den Tipp. Bei meinen Koch- und Backbüchern war ich schon, wie ihr sehen könnt. Ich habe 2 Kochbücher nur noch und ein Buch mit meinen DIY-Putzmittelrezepten mit allen möglichen. Und ja, 2 Kochbücher habe ich mir behalten. Backbücher habe ich mittlerweile gar keine mehr, denn ich hole mir wirklich die Rezepte aus dem Internet. Und da brauche ich mir keine 2 Backbücher aufheben aus Großmutters Zeiten, auch wenn meine Oma schon nicht mehr am Leben ist und ich die von ihr bekommen habe. Ich werde mich immer daran erinnern, wenn ich Plätzchen backe, dass das die Plätzchen sind, die ich auch mit ihr gebacken habe. Deswegen muss ich mir das Backbuch nicht aufheben, meiner Meinung nach. Also ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, lass es gehen, die Erinnerung habe ich im Kopf, die habe ich im Herzen, die trage ich in meiner Seele und da erinnert mich auch ein Backbuch nicht dran, weil es mir immer beim Plätzchenbacken einfallen wird. Auch hier musste natürlich sauber gemacht werden bei unserer Kaffeebar und unten drunter in der Kaffeebar befindet sich ja Vorräte aus dem Garten in getrockneter Art und Weise. Unser Backzeug befindet sich da drin und natürlich auch noch ein Teil unseres Vorratsschranks. Hier musste ich nicht groß aussortieren, denn hier sind auch wirklich nur die Sachen drin, die wir auch effektiv benutzen. Und auch diesen Bereich hast du in meinem Kühlschrank- und Vorratsschrank-Organisationsvideo bereits gesehen. Wenn nicht, verlinke ich es dir oben rechts im i. Wer sich immer fragt, wo unser Festnetztelefon und unser Internetrouter ist, der befindet sich direkt da unten in dem weißen Korb. Denn nur der Telefonanschluss in der Küche funktioniert, auch wenn wir einen im Flur haben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer diese Wohnung geplant hat. Also, ne, machen wir es uns eben lustig und irgendwie schön und ein bisschen aesthetical pleasing fürs Auge, weil Telefon und Router wollte ich jetzt in der Küche so nicht rumstehen haben.
und auch auf dem Kühlschrank musste noch einmal Staub gewischt werden, denn das war mir auch ganz wichtig. Und hier seht ihr beim Induktionskochfeld meine Küchenutensilien, die findet ihr natürlich auch in meinem Amazon-Shop verlinkt, so wie alles, was ich hier in der Wohnung habe und irgendwie finden konnte. Das ist dann der Grund gewesen, warum ich mich dann dazu entschieden habe, alle Kochlöffel wegzugeben. Denn diese Utensilien, die sind zwar aus Silikon, haben aber alle einen Holzgriff, die können in den Geschirrspüler, die kann ich auch zum Kochen verwenden, da schmilzt nichts weg etc. pp. Kleiner Tipp beim Küchengroßputz oder generell, wenn du abends kochst. Ich mache es immer so, dass ich mit meinem Lappen jeden Abend, wenn ich fertig bin mit Kochen, einmal den Fliesenspiegel direkt am Kochfeld gleich feucht abwische. So gibt es gar nicht erst die Möglichkeit, und wie ihr seht, mache ich mir jetzt meinen Reiniger selbst, dass sich dort viel Zeug festkrusten kann. Und das mache ich immer wieder, jedes Mal, jeden Abend nach dem Kochen. Genauso mache ich das auch im Backofen, wenn ich ihn verwendet habe. Wird dann danach wirklich mal schnell kurz feucht rausgewischt, wenn er noch lauwarm ist. Und so geht ein, ja, Fliesenspiegel schnell putzen, also ne, es geht dann wirklich fix. Diese Silikonfugen hier mit dem Küchensilikon, die nerven mich, die habe ich beim letzten Küchenreno-Video selber gezogen. Allerdings ziehen die so dermaßen dem Staub an, dass es mich schon echt nervt. Also werden diese Silikonfugen demnächst entfernt. Das ist extra für Nass- und Kochbereiche, dieses Fugensilikon gewesen, was man da ziehen kann, oder Kantensilikon oder was war es? Acryl, I don't know. Also irgendwas aus der Tube war es. Die werde ich jetzt demnächst abmachen und werde die ersetzen durch Holzleisten aus Baumarkt. Und unsere IKEA-Spüle ist immer noch weiß, ist immer noch unverkratzt. Ich reinige die wirklich, weil es Keramik ist, nur mit Spülmittel und einem Schwamm. Niemals, um Gottes Willen, bei Keramikspülen bitte niemals, 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 niemals mit irgendwelchem Scheuer, Milchscheuerpulver oder Natron irgendwas dran gehen, was scheuert. Diese Keramikspülen, generell Keramikspülen, sind mit einer Schutzglasur überzogen. Und wenn ihr dann damit irgendwas dran geht, was scheuert, verkratzt ihr euch wirklich diese Glasur und diese Lasur. Und somit können sich dann der Dreck in diesen ultra kleinen, feinen Rillen festsetzen und eure Spüle bleibt nicht mehr weiß und ihr müsst irgendwann dann wirklich mit Chlorix rangehen. Wie ihr sehen könnt, die Steckdosen, die da sind, sind sehr dreckig. Die sind schon so, seitdem wir hier eingezogen sind, dem Vormieter sei Dank. Dadurch allerdings, dass auch hier in der Küche die Stromleitungen so interessant verlegt sind, dass wenn ich die Sicherung von, also ich habe hier nur eine Sicherung für die Küche, ich habe keine fünf, sondern nur eine. Das heißt, nehme ich die Sicherung raus, um die Steckdose abzubauen, ist auch der Tiefkühler aus. Und ja, schlecht. Das heißt, ich muss jetzt echt warten, bis ich meinen Tiefkühler mal relativ leer habe und kann dann mal wirklich schnell mich um diese Steckdosen kümmern. Und die werde ich nicht putzen, wenn sie an der Wand sind. Die muss ich wirklich abmontieren. Aber das war mir dann heute, bin ich ganz ehrlich, das schreibe ich mir auf mein To-Do-Listchen und mach's dann einfach. Ja, wenn ich mal wieder ein Video drehe, wann hast du zum letzten Mal? Und dann nehmen wir das einfach mal mit rein. Jetzt könnt ihr sehen, dass ich hier am Durchsortieren bin. Ich habe festgestellt, ich möchte sie alle behalten, weil ich dann lieber die Kochlöffel wegtun werde. Und so konnte ich jetzt hier einmal quer durch die ganze Küche mich durchhangeln. Es wird immer erst schlimmer vom Chaos her, bevor es besser wird. Und bin aber echt froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe mich wieder von einigen Dingen trennen können, was ich nicht gedacht hätte. Und wie ihr sehen könnt, da auf dem Tisch stapelt sich ja schon so einiges. Und wir sind auch bald durch mit dem Video. Ihr habt gut durchgehalten und ich weiß, ihr mögt lange Videos, aber dreifache Geschwindigkeit, ne? Muss auch mal sein. Und sonst wäre es einfach viel zu lang geworden. Ich befinde mich jetzt schon in den letzten Zügen in meiner Küche und fange an, dass ich einfach die Sachen, die noch an ihrem Platz gehören, natürlich noch aufräumen muss. Ich muss auch noch unseren Esstisch abwischen und unsere Bilderleiste, die da oben ist. Und ja, drum muss ich jetzt einfach mal so ein ganz klein wenig umbasteln. Und natürlich zeige ich euch nachher die Sachen nochmal kurz vorm Ende des Videos, die sich heute hier aus diesem Haushalt verabschieden. Damit einfach, ja, ihr auch seht, dass es bei mir auch immer noch nach 2 bis 3 Jahren immer noch Dinge gibt, wo ich feststelle, brauche ich doch nicht.
Und ja, so ist es. Entschuldigung, der Frosch im Hals. Oh, wenn ich so lange reden muss, ist es immer schrecklich. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee, entschuldigt mich. Die Bilderleiste habe ich jetzt auch abgewischt. Von diesen Deko-Notizbrettern, die ganzen Buchstaben stelle ich immer dahinter, weil ich dann direkt weiß, wenn ich mir was Neues auf diesen Deko-Buchstaben, Spruch, Rahmen, wie auch immer das heißen mag, ich habe es gerade vergessen. Auf alle Fälle, da stelle ich immer dahinter, damit es dann einfach an Ort und Stelle ist und ich es nicht erst ewig suchen muss. Und somit hat auch dieses Buchstabensammelsurium seinen Platz. Grobe Krümel habe ich jetzt einfach auch mal schnell abgesaugt und kann jetzt ganz normal meinen Esstisch putzen. Das ist eine Plexiglasplatte, die hat schon eine Beschädigung. Die wird irgendwann mal, ich weiß noch nicht wann, ausgetauscht. Im Moment tut sie es aber noch und ne, warum neu kaufen, wenn es denn das noch tut? Und da ist mir im Übrigen eine Tasse auf den Tisch geknallt und das ist eine sehr dünne Plexiglasplatte. Und naja, ist nun auch nicht schlimm. War mein Fehler, ist eine nette Geschichte gewesen. Haben wir alle sehr gelacht. Zwar erst Tage später, aber hey, so ist es. Und jetzt können wir uns auch schon an das Saugen und Wischen machen. Und dazu nehme ich ganz gerne meinen Akkustaubsauger. Also ich habe jetzt wirklich alle Staubsauger reduziert, bis auf meinen Heribert 3.0, mein Ultimate Livington Prime. Und es wird auch unter dem Mülleimer und auch unter unserer Telefonkabelkiste einfach auch sauber gemacht und gesaugt, damit das Ganze eben richtig ordentlich ist wieder. Die Scheuerleisten sind noch nicht zum Säubern gewesen, lustigerweise. Da hat sich nichts festgesetzt und ich, Nuss, hätte beinahe unsere Glühbirne vergessen. Gut, dass es mir jetzt noch eingefallen ist, bevor ich einmal mit meinem Dampfmopp drüber gehe, denn ich habe auch meinen Belederwischer jetzt verschenkt. Nicht, dass er nicht gut ist, im Gegenteil, der hat mir jahrelang sehr, sehr gute Dienste getan. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich brauche keine zwei Dinge zum Wischen wie den Belederwischer und mein Steam-Mop. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich den Steam-Mop behalte, denn damit kann ich eben auch mal Matratzen und Sofas einfach abdampfen und somit desinfizieren. Und ja, warum zwei Sachen behalten, wenn ich mit die eine Sache eben auch ersetzen kann? Und das ist jetzt mein Steam-Mop, den kennt ihr auch aus meinen Haushaltshelden-Videos. Der ist super easy und absolut einfach im Gebrauch und nimmt super schnell viel Dreck weg und macht mir einfach den Boden super sauber. Und ja, dann würde ich sagen, Steam-Moppen wir noch zusammen eine Runde. Und dann kriegt ihr natürlich auch noch das fertige Ergebnis. Ein paar Pflanzen werden demnächst hier auch rausziehen aus der Küche. Es gibt einfach welche, mit denen, ja, komme ich nicht zurecht. Die kommen mit mir nicht zurecht. Also das ist so eine Sache, das ist keine gegenseitige Sympathie. Und ich habe aber dafür auch schon ein paar Abnehmer gefunden, die gesagt haben, boah, warte mal, ich gebe dir was fürs Sparschwein vom Kleinen und ne, du gibst mir dann Pflanze XY. Also werden sich ein paar Pflanzen aus der Küche eben auch verabschieden. Die kann ich nicht woanders hinstellen, denn ich habe keinen Platz mehr woanders. Bei weit über 110 Zimmerpflanzen, ich wüsste jetzt nicht mehr wohin. Das sind die Sachen, die ich gleich nochmal aussortieren muss nach Familie und Freunde und Spenden. Jo. Und dann würde ich sagen, hoffe ich habe dich motiviert, ich hoffe, ich habe dich inspiriert und wenn du Lust hast, guck dir das Video nochmal an, fang in deiner Küche an. Es wird sich wirklich absolut lohnen und für mich hat sich das Ergebnis wieder wahnsinnig gelohnt. Ich weiß, dass alles sauber ist und natürlich auch, wie du sehen kannst, es hat sich eine Menge getan und das ist das, was mich einfach sehr freut. Die Herbstdeko kann dann auch bald weg. Da bin ich auch schon sehr froh drüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss, deine Alena.